Hallo und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir wollen immer noch an diese Schatztruhe da unten und ich denke, wir kommen dahin, indem wir einfach von hier oben runterspringen und dann diesen Skydive-Modus benutzen, ganz genau so. Und dann können wir hier richtig schön landen. Eigentlich würde man da oben die Zipline benutzen. Aber wenn wir auch eine Schatztruhe bekommen können, dann machen wir es so. Und drin ist ein silberner Rubin. Ja gut, habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber nehme ich mit. Ach, komm schon. So, rüber da. Und zack. Kann man ihn nicht damit killen? In Twilight Princess konnte man ein paar Gegner mit dem Greifhaken killen. Fand ich ziemlich geil. Hier geht's nicht. Ja gut, so ganz kleine Gegner wie so Spinnen kann man bestimmt damit besiegen. Aber eben nicht diese Frösche da, diese Elektrofrösche. Mit Twilight Princess konnte man eben auch größere Gegner besiegen. Besiegen, nicht besiegen. Mann, ey, geht das schon wieder so los. Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht. Jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß. Lass uns mein Schiff suchen. Ja, sollen wir ablegen? Jo. Brechen wir auf. Jawohl. Sorry. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Die Lage der Werft ist mit X markiert. Was da? Da können wir doch safe auch noch hin. Ist doch safe irgendwas. Jetzt erzähl mir nichts. Ja gut, vielleicht können wir da später erst hin. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch meines wurde dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf den Aufenthaltsort meines Schiffes finden kannst. Auf geht's. Ja, dann los. Was ist los, Fei? Was ist? Deine Herzen haben sich verringert. Was? Was zum Teufel? Aurasuche auf Herzen? Kannst du dich nicht von alleine melden? Da fällt mir gerade nichts zu ein. Diese Dummheit von Fei. Kann sie sich nicht von selber dann melden, wenn sie so eine Funktion hat? Jetzt mal ernsthaft. Was soll das? Wie Link rumschreit, ey. Okay, komm. Fahren wir mal ein bisschen schneller. Weichen hier schön den Fässern aus. Alles klar. Und jetzt? Einmal rumfahren. Na, okay. Na gut. Dann fahren wir einmal rum. Okay. Und können hier dann anlegen. Die Werft. Sieht nach einer Achterbahn aus. Hässlicher Ladefehler da gerade an der Stelle, aber nun gut. Nichts Dramatisches.
Wir sind da. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befinden sich wohl die Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Dieses Gebäude ist die Werft. Allerdings ist es versperrt. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Ja. Dort ist der Lorenbahnhof. Geh dort erstmal hin und sieh dich um. Ich warte hier auf dich. Ja, Mann. Mega Bock. Mega Bock. Da fällt mir ein, wo ich diese Echsen gerade sehe. Hab ich überhaupt in einem... Aua. Hab ich überhaupt in einem der letzten Parts... Habe ich überhaupt in einem der letzten... Achso, das reicht mir jetzt. Habe ich überhaupt in einem der letzten Parts geupgradet? Mit den Echsenschwänzen? Ja, was soll das denn, Alter? Oh. Ups. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Naja, was soll's. Es war aber auch mal wieder Zeit, dass... Hör auf mit dem Scheiß. Oh, lol. Es war aber mal wieder Zeit, dass ich ein paar Herzen dazu bekomme. Dann eben so. Och, nö. Okay, gut. Da sind sie down. Und wir bekommen zwei Herzen. Können wir den Sand hier wegpusten? Nö. Daran wurden natürlich mal wieder nicht gedacht. Super Nintendo. Hab da toll gemacht. Zum Zentrum. Oh, ein Grone. Dieser Ort war einst eine Art Bahnhof für Loren. Die Loren sind noch gut in Schuss. Kletter hinein und fahr über die Insel. An der Wand dort drüben wird erklärt, wie du Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, das ist nicht ganz ungefährlich. Lies die Anleitung sorgfältig durch. Okay. Und hier wäre sogar ein Stuhl gewesen. Guck mal. Ich lebe schon seit Jahren hier ganz allein. Doch dank meiner Loren wird mir nie langweilig. Oh nice. Und da sind wir wieder voll. Tritt an die Lore ran und drücke A, um hineinzusteigen. Balanciere die Lore in Kurven aus. Bremse, wenn du... Hallo. What the fuck? Bremse, wenn du zu schnell wirst, indem du B drückst. Spring nach oben, um Hindernisse zu überwinden. Okay. Okay, wenigstens die Bewegungssteuerung funktioniert hier. Scheiße. Hey, ey, ey, ey. Ganz ruhig hier, ne? Langsam. Boah, ey, sag mal... Also, da bekommt man schon Schiss, wenn man da so rüberkippt. Aber es ist ganz normal. Das ist ganz normal an manchen Stellen. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Alles klar. Das ist nur eine Libelle. Will ich natürlich haben und bekomme ich auch. Wunderschön. Hier ist noch so ein hässlicher Skorpion. Nicht nur einer. Einige. So. Und hier, was...
Was ist hier los? Na, ist ein Weg zurück. Okay. Zurück wollen wir aber nicht. Wir wollen weiter. Zur Werft. Okay, hätte ja sein können, dass hier ein Zeitstand ist. Na dann los. Das ist schon geil. Also da sehe ich auch mal wieder, warum ich dieses Gebiet sehr positiv in Erinnerung hatte. Kann auch von links kommen? Ups. Okay. Dachte, das wäre Bonus, aber nö, das ist, wenn man so lange nach links geneigt bleibt. Hier muss man anscheinend auch darauf achten, dass man da nicht, oh, sag mal, in die falsche Richtung lenkt. Okay, nach rechts, nach rechts, okay. Hier ist anscheinend egal. Okay, und man kann auf jeden Fall auch nicht zu weit neigen. Einfach immer in die entgegengesetzte Richtung neigen. Okay. Das muss man sich auf jeden Fall auch, dem muss man sich auf jeden Fall auch bewusst sein. Oh shit. Sonst ist man hier ziemlich schnell aufgeschmissen. Ja, alles klar, das war geil. Das war echt verdammt geil. Und ich denke, wir speichern auch mal ab. Das letzte Mal war immerhin, als wir hier am Sandmeer angekommen sind, also ist das mal wieder Zeit abzuspeichern. Endstation Werft. Die werden nichts sagen, ne? Ja. Wie gerade wie gerade der Schild geschimmert hat, ey. Holy shit. Mega nice. Gebieter, wir sind im Inneren der Werft angekommen. Sorry. Hm. Nach all der Zeit ist auch hier alles von Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Anhaltspunkten zum Schiff zu suchen. Ja, ja. Schon klar. Kann man da auch wieder rausklettern? Nein, anscheinend nicht. War nun gut. Boah, ist das viel Sand, ey. Holy shit. Ich gehe mal davon aus, dass... What the hell? Der Skorpion kehrt zurück. Der nicht wirklich anspruchsvolle Skorpion. Ah, hau ab. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal davon aus, dass die kleinen Viecher immer wieder zurückkehren. Deswegen ich sie nicht besiegen werde. Also nicht zurückkehren, also nicht, dass die endlos spawnen, aber dass halt immer mal wieder irgendwelche Viecher aus dem Sand gekrochen kommen. Da hatte ich jetzt keinen Bock. Dann immer wieder mit dem Sand pusten aufzuhören, nur weil irgend so ein Vieh dann da gerade gespawnt ist.
Okay, noch einen, denke ich. Jawohl. Und müssen wieder im Sand nach ihm suchen. Aua. Zwei Herzen verloren anscheinend. Okay, krass. Aber du bist immer noch keine Herausforderung. Sorry dafür. So. Und nochmal ins Maul gehauen. Und da bist du down. Tschüss. Das war's dann hoffentlich mit dir. Gebieter, scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen vorkommen. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Ja, mir nämlich auch. Mir nämlich auch. Das kam mir direkt komisch vor. Dieser Ort. Gut, gehen wir weiter. Ja, okay. Wie, das war's jetzt schon? Mit der Werft? Oh, das war ja ein kurzes Vergnügen. Na gut. Jo, weißt du, wo es weitergeht? Hm, hier ist kein Schiff. In diesem Fall. Das ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenversteck fahren. Also auf geht's. Ja. Los geht's. Brechen wir auf. Ich habe Angst. Der Boss der Piraten ist furchtbar stark und hat eine Menge Piraten auf seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wiedersehen zu müssen, aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Das Piratenversteck ist auf der Karte mit X markiert. Hm, ja, nö, ich will aber nichts markieren. Oder? Ja, okay. Dann fahren wir da mal hin. Wer sind die Piraten? Normale Bockblins oder sind das dann tatsächlich auch so Skelettritter? Skelettpiraten, besser gesagt. Stahlfossritter dann, meinte ich eigentlich. Piratenversteck. Aber wenn das wenn das Dingen voller Artefakt der Göttin, wenn das Dingen voller Stahlfossritter ist, dann verstehe ich auf jeden Fall, warum er hier Schiss hat. Ich habe Angst. Aber wenn man es genau nimmt, leben wir alle bereits nicht mehr. Auch ich bin nur wegen des Steins der Zeit in meinem Boot an diesen Ort gelangt. Irgendwie beruhigt mich das. Also Felix, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Ja, das ist richtig. Ach, hau ab. Sonst Zikade. Hau ab! Zikadilein. So, du schließt dich meiner Sammlung an. Wunderschön. Hier gibt's nix. Nice, schön. Oh, 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 oh. Da ist der Treibsand. So. Ach komm, ey. Wie viele Viecher sind hier denn? Hier geht's rein. Kommen wir irgendwie hoch? Mit einem Greifhaken vielleicht? Ich glaube nicht.
Aber hier links ist keine Tür, oder? Nö, scheint nicht so. Gut, dann gehen wir rechts entlang. An den Viechern hier vorbei. Moment mal. Können die sich zusammenfügen? Ja! Boah, das wird ein richtig großer Blob. Irgendwie habe ich Bock, den zu besiegen. Wir haben immerhin einen Glibber bekommen. Alles klar. Waren aber auch echt viele Schleimis unterwegs. Okay. Sinogebieter. Da waren Stein der Zeit, ne? In dieser Vorrichtung befindet sich kein Stein der Zeit. Jedoch besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95%, dass es ein ähnlicher Mechanismus wie der in der Wüste Ranel ist. Ich schätze, dass auch diese Vorrichtung von einem Stein der Zeit angetrieben wird. Ja. Ja, das glaube ich auch. Gut, da geht's her. Ja, da geht's her. Ja, aber hier haben wir direkt eine Karte, ne? Aber bei den Dungeons. Aber so, nö. <lacht> 20 Rubine, schmeckt. Scheißdreck. Ah, was mache ich denn, Scheiß? Nein, nein. Au. Okay, so, jetzt wenigstens down. Meine Fresse. Okay, Moment, können wir? Wie es hier keine Herzen gibt. Absolut keine Herzen gibt. Richtig herzlos. Jo, da drüben geht's nicht weiter. Gut. Oh. Ist das ein portabler Stein der Zeit? Sinogebieter. Dieses Objekt hier ist eine Kugel der Zeit. Anders als Steine der Zeit kann man sie an verschiedene Orte bringen. Sick. Ist ja mal mega geil, ey. Schön. Und hier drüben? Ah. Ja, okay. Tschüss. Haha, Opfer. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Hallo, Link. Link, bitte. Mann. Ey, du bist so eine Drecksau. Es ist unfassbar. Was für ein Schwachmat Link einfach ist, ne? Leider verschuldet durch diese komische Steuerung. Ich hab das... Ich weiß... Oh, sorry, Leute. Ich weiß, es sieht dumm aus. Okay, ich weiß, es sieht absolut dumm aus. Nur ich hab das... Ich drücke diese Dinger... schon früher. Als er sie ausführt. Oder was heißt drücken? Ich... bewegt mich schon früher, als er sie ausführt. Es ist dann immer so dumm, wenn er dann so meint, ja, lass mal jetzt erstmal das nicht machen und die Bewegung erst dann ausführen, wenn der Typ erstmal sein Elektroschwert dahin hält. Ja, super.
Alles klar. Ja, hier können wir hoch. Ah, okay. Ah, okay. Ach, die haben natürlich auch die perfekte Form, um solche Sprünge vollführen zu können. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen die erstmal hier liegen lassen. Und hier dann diesen Mechanismus aktivieren. Wäre der dann auch in der Gegenwart? Ja, okay. Vielleicht nicht. Vielleicht ist das jetzt nur da, weil ich es aktiviert habe, aber werden wir jetzt nicht mehr erfahren. So, dann legen wir die hier ab. Und sprinten ja einfach über den Treibsaum. Ein Monsterhorn. Nice. Ich glaube, dann können wir auch demnächst mal wieder ein paar Upgrades ausführen. Oder durchführen lassen von lieben Doroko. Holy shit, ey. Oh, Moment. Nein, ich leg das erstmal hier hin. Zum. Ah, okay. Lol. Frisst einfach alles, was denen entgegenkommt. Oh nein! Zack. Alles klar. Tschüss. Ja, okay. Leider nicht ganz so gut geklappt. Aber dafür haben wir ihn jetzt weggekloppt. Zack und zack. Oh. Nice. Ja, nee, der ist aber down, ne? Ja. Sehr gut. Was geht hier jetzt ab? Ja, okay. Dann können wir da halt noch nicht lang. Ah, okay. Ja, gut. Da müssen wir aber. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Das außerhalb? Ja. Sehr schön. Na, Moment. Bleibt das da? Ja. Muss nur eine andere Farbe an. Machen wir so. Und bewegen das dann hier hin. Und dann da drauf. Wunderbar. Nice. Ich hatte erst überlegt, die Gitter mit der Peitsche wegzumachen. Also, dass man da vielleicht. Oh! Oh! Jawoll, schön! Du hast eine Fee gefangen. Dass man vielleicht durch die Gitter da nochmal die Peitsche benutzen kann, um da an so einen Hebel ranzukommen. Aber braucht die Peitsche halt echt gar nicht mehr, ne? Außer halt ein paar Mal da für diese komischen Gegner. Okay, hier wird zugesperrt, hier wird offen gemacht.
Aua. Aua. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich gar nicht an die Wand. Boah, Alter. Ja, dumm. So, jetzt ist aber vorbei hier. Ne? Irgendwann reicht's auch. Irgendwann. Hallo! Oh mein Gott. Wenigstens hat er das Schild aktiviert. Wenigstens hat er das Schild aktiviert. Also dumme Bewegungssteuerung wollte gerade schon wieder nicht. Ich schaue mir erstmal den Nebenraum an. Ah, okay. Dass einem das so angezeigt wird. Also, da bin ich schon drauf gekommen, bevor ich den Raum überhaupt betreten habe. Dass man das irgendwie, dass man da was mit der Zeitkugel machen muss. Richtig lame. So. Was ist hier drinne? Noch ein Schattenkristall. Also, jetzt werden die aber gespammt, ne? Jetzt werden die Dinger aber gespammt. Dass man instant den Rubin aufgedeckt bekommt, obwohl man nur ein ganz bisschen von dem Sand weggemacht hat. Naja, was soll's. So, gib mal die Kugel her. Alles klar, Bro. Ach komm. Wegen der hässlichen Kameraperspektive. Okay, so, jetzt. Okay, den haben wir. So, der ist down wenigstens. Und der ist auch down. Wunderbar. Zeigt die Aurasuche eigentlich nur bestehende Herzen an? Oder ist das... Ist die wirklich nützlich, indem die Orte anzeigt, bei denen Herzen drin sein könnten? Okay, da waren auf jeden Fall keine. Ich muss das immer mal wieder abchecken. Weil, wäre natürlich hart dämlich, wenn das einfach nur schon existierende Herzen anzeigt. Ah! Ah, okay. Okay. Dachte, man muss da noch irgendwas im Raum machen, aber nein, das Schiff fährt aus. Wir kommen jetzt rein. Oh, hier wird sogar geöffnet. Okay, nice. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Durch die Kraft der Kugel der Zeit hat sich hier etwas verändert. Ich empfehle, einmal nachzusehen. Also hier kann ich nicht mehr durch. Ich weiß nicht, ob ich die... Ja, anscheinend kann ich die aufnehmen. Okay. Und einfach daneben legen. Was ist hier los? Bin ich wieder draußen? Tatsächlich. Okay. Ah, nice. Und da kann ich jetzt hoch. Ah, Moment mal.
Ja, es ist echt useless. Also dann... Oh. Dann ist dieses Feature echt verdammt useless. Keine Ahnung, was die Scheiße soll, aber... Das Feature ist einfach nur dumm. Und 5 Ameisen. Ranell-Ameisen, oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Haben wir jetzt bekommen. Allein durch die Fässer. Mega nice. Komm, geh da hoch. Und wir kommen hier an dieses Artefakt. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges zu öffnen an Kisten. Und jetzt? Was hat sich hier draußen jetzt Großartiges verändert? Das Dingen hat sich geöffnet. Und das heißt jetzt was? Kannst du mir sagen, was da los ist? Felix, klasse. Sieh mal die Öffnung. Wie hast du das nur gemacht? Neben der Brücke dort drinnen ist etwas. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf den Verbleib meines Schiffes. Sieh doch mal nach. In der Brücke? Oder willst du aufs Meer? Nee. Dann schaue ich hier erstmal nach, ne? Ach, wir sind doch da gerade rausgekommen, hä? Ich schnall's nicht. Oder hier rechts. Nee, Moment. Hä? Gebieter. Ja? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass dieser Mast und diese Segel Teile des Schiffs waren, in dem Nairos Flamme ruht. Von jetzt an kannst du das Schiff, in dem Nairos Flamme ruht, mit der Aurasuche aufspüren. Geht doch. Dann rauf, dann rauf aufs Meer, oder was? Ja. Alles klar, dann los. Moin. Wir können suchen. Hier ist mein Schiff, also auch nicht. Hast du irgendeinen Anhaltspunkt entdecken können? Du weißt, wo wir hin müssen, dank der Aurasuche. Das ist ja stark. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Mal wirklich mein Schiff finden. Ja, lass uns los. Brechen wir auf. Wollen wir wirklich dieses riesige Meer absuchen? Mir bleibt nicht viel mehr übrig, als dir zu vertrauen. Vermutlich hat sich das Schiff getarnt. Wenn wir es mit der Kanone treffen, wird es sichtbar. Jo. Und ein Glück, dass wir noch steuern können, während wir die Aurasuche benutzen. Das hätte ich mir nämlich auch noch denken können, dass man einfach nicht mehr steuern kann, wenn man die Aurasuche benutzt. Das wäre harter Abfuck. Aber es ist halt Nintendo, ne? Da weiß man nie. Da weiß man nie. So. Das ist jetzt... Das ist jetzt da, oder was? Oder ist das am Anfang? Ja, das sieht nach Anfang aus, ne? Ja, super. So nah und doch so fern. Oder wie war das noch? Ja, da ist auf jeden Fall nichts. Oder dockt das dahinter an, das Schiff? Ah, das fährt hier durch die Gegend? Wir sind ganz nah dran anscheinend.
Wir sind ganz, ganz nah dran und hier ist es. Da drüben! Hast du das gesehen? Das war mein Schiff. Los, verfolgen wir es und immer draufhalten. Jawoll. Dass das hier noch so durch die Gegend brettern kann. Und Link betritt das Schiff. Hat's auch einen Namen? Die Sandgaleone. Schöner Name. Jetzt, wo ich hier diesen Übersichtstrailer sehe, diese Kamerafahrt, ich erinnere mich wieder, was wir hier bekommen. Aber ich verrat's noch nicht. Nein, nein. Ich will ja nicht spoilern. Rein da. Wir haben noch gut 20 Minuten. In der Zeit möchte ich noch ein bisschen was schaffen. Wir brauchen ja auf jeden Fall wieder einen magischen Krug, okay. Hau ab. Ah, toll. Okay. Es erscheint eine Wand. Und jetzt versuche ich mal. Ziemlich genau das Triforce zu malen. Nun, die Bewegungssteuerung zieht unheimlich fett nach links. Holy shit. Also ich glaube, irgendwas stimmt mit meinem Joy-Con nicht. Irgendwas stimmt, glaube ich, echt mit meinem... Ja, irgendwas stimmt mit meinem Joy-Con nicht. Super. Ah, okay. Hier geht's nicht weiter. Aber dafür hier. Haut ab. Noch eine Monsterklaue. Und eine Truhe. Die war von rechts anscheinend erreichen können. Nur hier können wir noch nicht durch. So. Den werde... Hallo? Den werde ich mal... Mann, Link, was machst du denn für eine dumme Scheiße? Wirf den... Ach, da ist eine Lampe. Wirf den Spacken da jetzt ab. Meine Fresse. So. Alles klar. Kommen wir echt nirgendwo durch, ne? Holy shit. Die meisten von euch würden wahrscheinlich jetzt Folgendes probieren. Aber nein, so funktioniert das nicht. Und dann denkt man sich,
Was könnte das Ding wohl auslösen? Tja, so langsam wird es ziemlich offensichtlich. Nur ich sag's nicht. Holy shit. Gibt's irgendwas, was die in Massen vernichten kann? Hier dieses Ding vielleicht. Naja, auch nicht wirklich, aber es war zumindest mal ein Versuch wert. Aua. Okay. Hast geschafft. Ja, nee, die Schleuder solltest du jetzt nicht benutzen. Alles klar. Jetzt sind sie alle weg. Oh. Guck mal, was hier ist. Ein Stuhl. So langsam sollten wir auch mal wieder eine Zeitkugel oder sowas bekommen. Xenogebieter. Dieses große Tor ist fest verriegelt. Ja. Ich schätze, dass sich hinter ihm etwas Wichtiges verbirgt. Hm, wirklich? Ach. Oh Mann, ey. Da sind doch safe nicht überall Schätze drin. Oder? Ja, obwohl es ein Piratenschiff geworden, ne? Aber trotzdem. Ist bestimmt auch eine Falle dabei. Und zack. Das erste Mal, dass wir bei einer Fledermaus den Fangstoß verwenden. Ach, scheiße. Naja, gut. 5 Rubine, nicht die Welt. Aha. Gehört wohl zu einem weiteren Rätsel. Genauso wie dieses hier. Und dieses. Und ebenso dieses. Wahrscheinlich werden uns die Roboter dann die richtige Kombination verraten müssen. Obwohl, wir kommen hier nicht weiter, ne? Wir kommen hier nicht weiter. Moment mal. Okay, das ist oben. Das ist oben. So viel weiß ich schon mal. Oder müssen wir doch erst einen Zeitstand aktivieren? Ich weiß es halt nicht. Nur als ob hier einfach ein Zeitstein rumliegt. Ist hier schon mal nicht. Moment. Ich schau mich nochmal um. Aber wo soll denn hier ein Zeitstein sein? Nee. Ich würde dann einfach versuchen... Ups.
Sollte vielleicht das Mikrofon stehen lassen. Ich würde dann... Oh Gott. Würde dann versuchen, die Kombination andersweitig herauszukriegen. Vielleicht kriegt man die ja schon raus. Ach komm, ey. Okay, wir kriegen einen Glibber. Wenigstens weiß ich jetzt schon, wo die Dinger sind. Also unten. Oben. Unten. Rechts. Unten, oben, unten, rechts. Jawohl! Es hat sogar funktioniert! Okay, einfach nur in der Reihenfolge, wie die Dinger hier zu finden sind. Also erst den, dann den anderen und dann... Okay. Na gut, na gut. Und ist es hier vielleicht schon? Ist es hier vielleicht schon? Nein, das ist der kleine Schlüssel. Oh Mann, ey. Ich hier mal getrollt werde mit diesen hässlichen kleinen Schlüsseln. Naja, gut. Der Gang ist jetzt immer noch voll Viecher, ne? Ja. Komm, sprinten wir da einfach durch. So wie vorher. Ich weiß nicht, ob man diesen Dungeon nochmal betreten kann, weil ich erinnere, ich meine mich an so ein Ding zu erinnern, dass es später nicht mehr geht. Vielleicht irre ich mich da auch. Und es gibt zwar diese Szene, aber... Man kann den Dungeon später nochmal betreten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte das sonst echt ein guter Ort sein, um sich diese Glibberdinger zu farmen. Ganz viele Skorpione auf einem Fleck. Irgendwie 20 Stück waren da. Da könnte man sich dann echt gut was wegsnacken. So. Tür mit dem Schlüssel war hier hinten, oder? Also da oben anscheinend irgendwo. Aber auch hier hinten. Hier hinten kommen wir aber nicht durch. Nein, hier hinten kommen wir noch nicht durch. Noch nicht übers Fass. Nein. Ach, Moment mal. Ist das hier drinne? Ich bin voll dran vorbeigelaufen. Ja, okay. Na gut. Und der Steg, an den ich mich noch erinnern konnte. Da ist er. Der Piratenkapitän. Aua. Müssen wir ihn runterwerfen? Ich würde zumindest mal probieren. Ja, okay, okay. Er reagiert auf jeden Fall drauf.
und zieht den Stacheldraht näher. Ja, aber wir können ihn trotzdem echt gut weiter nach hinten drängen und machen seinen Arm kaputt. Alles klar. Also er scheint irgendwie Skelett und Roboter zu sein. Wie zum Teufel, Mann. Au. Jawohl, schön ausgekontert. Und da ist es mit ihm gewesen. Tschüss. Hast wohl dein Meister gefunden, wa? Ein Schatz erscheint. Was da wohl drin ist? Gebieter, dieser Maschinenmensch. Es besteht die Wahrscheinlichkeit von 99%, dass es sich hierbei um den Piraten handelte, von dem der Kapitän sprach. Seine Wut und Boshaftigkeit haben sich erstaunlich gut über die Jahre gehalten. Ja. Und? Und? Was ist hier drin? Was ist hier drin? Dungeon Item? Ja, das Dungeon Item! Und zwar der Holzbogen. Damit kannst du von Weitem mit hoher Angriffskraft Pfeile auf ein Ziel feuern. Und damit haben wir jetzt alle Items des Spiels. Gebieter, ich habe dir etwas zu deinem neuen Item, dem Bogen, zu sagen. Mit ihm kannst du weit entfernte Ziele treffen und großen Schaden anrichten. Drücke ZR, um den Bogen zu ziehen. Zudem kannst du mit einem Pfeil weit entfernte Mechanismen aktivieren. Einen solchen Mechanismus habe ich auf dem Deck entdeckt. Allerdings glaube ich nicht, dass du ihn von hier aus treffen kannst. Ich rate dir, zurück an Deck zu gehen. Also, dass einem jetzt so viel in den Arsch geschoben wird an Tipps. Was soll der Scheiß? Man kann vielleicht einen Tipp geben, so von wegen, ja, du kannst auch Mechanismen damit aktivieren, aber doch nicht zeigen, wo die Mechanismen sind. Was soll der Scheiß? Naja. Gebieter, siehst du das? Ein Stein der Zeit. Du kannst ihn aktivieren. Zwei wollte ich nicht feuern, aber gut. Was soll's. Oh. Schönes Ding, Alter. Und er macht das Dingen dicht. Du Drecksau. Na warte, bis ich bei dir oben angekommen bin. Dann wird es dir genauso wie deinen Kumpels hier unten ergehen. Ein Schmuckschädel. Haben wir drei? Ja, wir haben jetzt endlich drei Schmuckschädel bekommen. Und können etwas upgraden. Nur ich weiß nicht mal was. Ich glaube, es war die Bombentasche, wenn ich mich nicht irre. Komm, rauf, rauf, rauf. Tschüss. Tschüss. Okay, Rubin. Tschüss. Rubin schon wieder. Okay. Boah, ey, wie die nerven die Jungs. Tschüss. Ah, auch ein Rubin. Braucht man jetzt nicht, ne? Braucht man jetzt nicht. Okay, was zum Teufel? Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass ich da zumindest ein bisschen Damage bekomme. Aber nö, war gar nichts. Und er hat keinen Bock anzugreifen, oder was? Okay, wenn du meinst. Ah.
Okay. Aber da unten können wir doch noch nicht rein, oder? Okay, da ist verschlossen. Oh, Pfeile. Du hast 10 Pfeile erhalten. Ja gut, dann würde ich es dann doch mal ausprobieren, darunter zu gehen. Einen Moment mal. Ja, okay. Ich glaube, dann können wir da doch noch nicht hoch. Ich dachte, wir könnten da jetzt direkt hoch, aber anscheinend nicht. So. Und? Hä? Können wir nicht rein? Da könnten wir rein, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Ja, gut. Dann ist das, glaube ich, ein Shortcut. Und wir können da noch nicht lang. Ja, okay, was soll's. Ich denke, ich weiß, wo es das nächste Mal weitergeht. Und zwar müssen wir wieder zurück ins Schiff. Und dann den Mechanismus aktivieren, wo ich am Anfang gezeigt habe, dass man den nicht mit der Schleuder aktivieren kann. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht sowieso schon getan habt. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.